Dörenhagens Gründung und die alte Wehrkirche wurde mit den Urkunden 1222 und 1236 erwähnt. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts ließ Bischof Bernhard III. Von Paderborn einen zu Immighusen gehörenden Wald roden. In dieser Neugründung, heute Dörenhagen, baute der Bischof eine Kirche und übergab sie den Siedlern, die aus Immighusen umgesiedelt wurden. Die Kirche wurde als Wehrkirche zum Schutz der Bevölkerung gebaut. Mit der Neugründung von Dörenhagen wurde auch Eggeringhausen und Busch in die Pfarrgemeinde aufgenommen. Der Imsenhof ist der erste und somit der älteste Hof in Dörenhagen, direkt neben der alten Kirche. Die Kirche ist um 1220 gebaut, der Grundriss ist ein Rechteck von 23 x 9 Meter. Im Inneren durch zwei wuchtige Gurtbögen in fast gleich große Rechtecke aufgeteilt. Der Barockaltar aus Holz mit dem Bild vom heiligen Josef. Die Kanzel mit dem Imsenwappen und Wandfresken. Die Freskomalereien sind im 16. Jahrhundert auf die Wand aufgetragen worden und dafür sind sie noch sehr gut erhalten. Die neue Kirche St. Meinolfus Dörenhagen, erbaut 1896 bis 97. Der erste Blick fällt auf den Hochaltar im neugotischen Stil. Der Kreuzaltar zeigt Jesus am Kreuz und die weinenden Frauen mit der Mutter Gottes Maria. Der Rosenkranzaltar zeigt die Mutter Gottes mit Jesuskind. Die Orgel wurde 1952 neu ersetzt und ist rein elektrisch, hat 18 Register. Immer karfreitags wird der Kreuzweg ab der ersten Station an der Straße nach Borchen bis zur Kapelle begangen. Die Kapelle liegt fast versteckt unter dem Schutz uralter Linden, etwa 2 Kilometer hinter Dörenhagen. Die Kapelle wurde im 13. Jahrhundert mit dem romanischen Chorraum errichtet. Die 11 Kreuzwegstationen sind von Bürgern aus Dörenhagen gestiftet worden. Schauen Sie sich die schöne Kapelle an, es lohnt sich.